Ja, meine lieben Freunde, und damit wieder ein Hallo und herzlich willkommen hier zurück zur nächsten Folge vom Projekt Minecraft Beyond. Immer noch bin ich hier mit unserem Daniel am Start. Hallöchen. Ja, der ist da hinten in seinem Keller gerade. Also, ja. Da wollen wir mal nicht stören. Und ja, wir sind jetzt immer noch dabei, fleißig irgendwie versuche ich dieses Problem dieser Weiterverarbeitung zu lösen. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, ich werde mir mal so einen Redstone Receiver bauen. Mal schauen, ob das Teil das tut, was es tun sollte. Ansonsten, ja, wäre schlecht für mich. Aber gucken wir mal. Wir probieren es und ja, wir werden sehen, ob es klappt oder nicht. So, was war denn das jetzt? Nee, nicht Redstone Fluxcard. Nein, das Ding will ich haben. So, das ist also. Ach, der will dafür Granit haben. Ja, gut, Moment. Granit, Granit, Granit. Ich hatte Granit da. 200 Stück, ich denke mal, das wird wohl reichen. So, zack. Eins davon brauche ich. So, haben wir das Ding. Jetzt brauchen wir eine ganze, ganze Menge, einen ganzen Arsch voll Redstone. Oh je. So, Block haben wir fertig. Die zwei Dinger haben wir. Jetzt brauchen wir noch die ganzen, die Komparatoren. Zwei Stück an der Zahl. Das heißt, sechs davon, sechs Fackeln, zwei Quarz und ja, ein bisschen Stein. So, sechs Fackeln. Ach ja, Quarz. Eins, zwei. Und was will er da haben? Ach, gechiselten Stein. Toll, und ich habe wieder bloß normalen Kobbel. So, das heißt, wir müssen mal, wenn ich meine Chisel noch irgendwo habe. Ach ja, da. Ha, war dein Glück. So, dann chiseln wir hier uns mal ein bisschen was zurecht. Und ja, sollten dann den Receiver. Nee, können wir noch nicht. Wir können erstmal bloß die Dinger bauen. Genau. Jetzt brauchen wir aber noch, zu unserem Glück, brauchen wir jetzt noch eine Enderperle, die wir irgendwo hier hinten finden. Weil da haben wir ja noch sieben Stück davon, zum Glück. So, und jetzt. Jawohl. Da ist er. So, haben wir noch ein bisschen Redstone dabei? Haben wir. Gut. Wie gesagt, wir basteln uns mal irgendwie gerade da was, weil so richtig wollte es ja nicht klappen in der letzten Folge. Habt ihr ja bestimmt verfolgt. So. Und dann probieren wir es eben mal mit diesem Teil. Was eventuell das Problem beheben könnte. Aber auch nur vielleicht. Man weiß es nicht. Ah. Okay. Warum ist das jetzt so? Ich verstehe es noch nicht ganz. So. Brauchen wir jetzt noch diesen. Sag mir nicht, wir brauchen das andere Ding auch noch, den Transmitter.
Okay. Bauen wir mal den Transmitter noch und hoffen, dass es was bringt. Eine Redstone-Verschwendung ist das, sage ich dir, du. Mann, Mann, Mann. So hört es sich an. Ja. So, das heißt noch so ein Block of Redstone. Ach du Scheiße. So, dann brauchen wir noch zwei von den Dingern. So. Ach, und dann brauchen wir eine Enderperle und nochmal drei von diesen Gold Nuggets. Und ein bisschen Granit. Für die Platte. Zack, das Ding haben wir. Eine Enderperle, die wir ja irgendwo hier noch haben sollten. Ja. So. Haben wir jetzt alles? Ja. So, jetzt haben wir den auch noch. Aha. Naja, mal gucken. Mal schauen, ob das jetzt was bringt. Ich traue dem Ganzen zwar immer noch nicht ganz, aber na gut. Wie sieht denn das Ding überhaupt aus? Ähä. Toll. Sieht ja sehr vertrauenserweckend aus, in Klammern nicht. Also richtig scheint das noch nicht das Richtige zu sein. Aber wir haben es auf jeden Fall mal gebaut. Vor allem, wie baue ich das Ding jetzt dorthin? Gibt es eine bestimmte Richtung oder wie funktioniert das? So. Output of, warum? Oder muss das andersrum? Oder muss das Ding zuerst? Ich verstehe es nicht. So. Und jetzt muss da das vielleicht davor. Ich verstehe es nicht. Es macht. Es ergibt mir immer noch keinen Sinn, meine Lieben. Mann, 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 Mann. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Es gab doch bei F-Tools dieses schöne, eine schöne Möglichkeit, wenn ich nur wüsste, wie das Ding hieß. Sensor? Nein. Das hatten wir mal probiert, aber wie hieß das Ding? War das der Counter, der Timer? Ah. Das klingt doch schon irgendwie nach dem, was ich haben will. Weil irgendwie mit den zwei komme ich hier irgendwie gerade nicht so. Werde ich hier irgendwie nicht warm. Ich weiß auch nicht. Okay, bauen wir noch einen Timer. Theoretisch ein Timer ist ja das, was wir eigentlich haben wollen. Und die Frage ist, funktioniert es dann auch?
oder muss das Teil Channel minus 1, warum hat das Channel minus 1? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es noch nicht ganz, meine Freunde. Es ist mir noch ein little Rätsel. Hey Zombie, was willst denn du? Mich hier Brand sitzen oder was? Also mal, ich glaube, wo es hackt. So, wir machen mal noch was ganz anderes. Aber danach habe ich keine Ressourcen mehr. Ich glaube, das wird wohl... So, wo ist denn die Glock? Da ist die Timer. Ja, da brauche ich einen Redstone und 1, 2, 3, 4, 4 Gold. Da gibt es eine Uhr oder einen Kompass. Oder nee, eine Uhr ist das ja eigentlich dann, wenn. Eine Glock, genau. So, haben wir das Ding. Jetzt brauchen wir bestimmt wieder unseren schönen, beliebten. Na genau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jetzt machen wir uns erstmal wieder ein paar Fackeln. So. 3 Stück. 1, 2, 3. So. Die Dinger haben wir. Jetzt brauchen wir die 3 Goldnuggets. Und nochmal 1, 2, 3. So. Das Ding. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob das jetzt endlich funktioniert. Und viermal Redstone. 1, 2, 3, 4. Boah. Wenn der jetzt nicht richtig funktioniert, Alter, dann gehe ich. Dann gebe ich es aber wirklich bald auf, du. Ah, so the daylight attack. Ah, okay. Na, das sieht doch gar nicht mal ungeil aus. Gucken wir mal, ob es funktioniert. Habe ich dann ein bisschen Redstone dabei? Nein, na, warum nicht? Warum sollte ich auch? Ich Doofnuss. Redstone. Mal gucken. Ob wir das damit jetzt hinbekommen. So, jetzt ist die Frage, ist grün in und orange output oder ist orange in und grün out? Verdammt. Okay. Okay, wir lassen es mal bei 20 Sekunden. Das wird aber wahrscheinlich noch zu oft sein. So, jetzt probieren wir das mal. So, funktioniert ja gerade nicht, weil... Verdammt, da hat er keinen Platz, ne? Okay, Moment. Wir müssen mal gerade noch ein wenig Umbau. Ah,
Maßnahmen vornehmen. Und zwar müssen wir jetzt mal noch irgendwas basteln, um die Flüssigkeit dahin zu transferieren, weil die irgendwie gerade das verstopft. Aber der Timer sieht schon mal annähernd so aus, wie ich mir das vorstelle. Das ist eigentlich schon das halbwegs, was ich mir vorgestellt hatte. So, was für eine Drum hatte ich eigentlich jetzt? Ich glaube, ich habe die gehabt, ne? Ja, bloß die kann ich mir, glaube ich, gar nicht mehr leisten. Nehmen wir eine normale Eisendrum. Es gibt ja auch eine Stone Drum. Da passt zwar nicht viel drin, aber für mich reicht's. Das heißt, Cobblestone und Slabs. Und eine Bowl. Warte mal, Bowl. Bowls hatte ich, das weiß ich da. Genau. So. Cobblestone und ja. So, jetzt ist natürlich die Bowl auch gerade wieder weg, aber es ist mir egal. So. Zack. Haben wir so eine Drum. So, weil dann machen wir es nämlich jetzt mal folgendermaßen, damit das mal leer wird. Um das jetzt mal zu testen. Ich weiß zwar dann immer noch nicht, wie ich das wieder aus der Drum da rüber kriege, aber wir werden sehen. Wir schauen mal. Auf jeden Fall sind wir dem Ganzen doch, glaube ich, schon ein ganzes Stückchen näher gekommen. In Klammern hoffe ich. Genau. So. 16 Millibuckets passen darin. Okay. Ist jetzt nicht so viel, aber gut. Moment, wir setzen das mal auf 25. So. So, jetzt noch mal zur Theorie. Und zwar, du bist die gesamte Zeit über deaktiv. So. Der kriegt den Puls, genau. Oh, Daniel, Achievement Hunter. So, gut. Der deaktiviert. Ha! Ah, hört sich gut an. Yep. Ach so, meine Drum ist voll, ne? Scheiße. Deswegen funktioniert es nicht weiter. Moment. Okay, es funktioniert, aber jetzt haben wir gerade das Problem. Hey, meine Drum ist voll. Aber so funktioniert es. Wir können das Ding sogar noch mal einen kleinen Ticken höher stellen, meine Lieben. Weil das ist doch ein bisschen. Was? 20? Ich wollte 30 haben, danke. So. Der ist ein dauerhaftes Signal, das ist ja doof. Wahrscheinlich, weil hier unten noch Seeds drin sind. Okay, er hat sich also sozusagen gerade verschluckt. Gehabt der Gute. Oh je. Nee, hä? Warum? Warum ist er jetzt daueraktiv? Moment. Der muss in Pulsmodus gehen. So, das heißt, er fungiert nur dann,
Ja. Wie viel haben wir hier noch drin? Wir haben noch ein bisschen. Also wir sind auf jeden Fall einem guten Stück näher gekommen, dem Ganzen. Das ist doch schon mal. Und wenn ich sage, ein gutes Stück näher, dann meine ich damit, es ist eigentlich schon das, was ich mir erwünsche, weil nämlich genau so soll es funktionieren. Jetzt muss ich es nur noch automatisch hinkriegen, dass nicht irgendwo was entweder befüllt wird, ohne dass was da ist zum Befüllen, oder aber dass es befüllt wird und überläuft. Also sozusagen muss ich sehen, dass er jetzt immer gleichbleibend genug Material hat. Aber sonst, es ist schon mal genau das, was ich mir eigentlich gedacht habe. Nur mit dem Timer hat er irgendwie noch. Vielleicht stelle ich es doch wieder 25. Kommst du nichts ahnends aus dem Haus, weißt du, rennt dir so ein sowas grünes, flauschiges vor die Füße. Alter, dass du da erstmal einen Schrecken kriegst, ist halt auch klar, ne? Ja. Früh morgens, weißt du, und dann kommt gleich was Grünes entgegen. Aber irgendwie, wer da nicht erschreckt, also da ist dann irgendwas doch ein bisschen verkehrt. Ja, So. nicht so geil. Nein, relativ ungeil sogar. So, was haben wir denn? Wir haben noch 23 Dias. So, einen davon müssen wir an der Baumfarm abgeben, weil die wieder nichts mehr hat. Das wäre jetzt. So, das heißt, wir werden jetzt, ich weiß, das klingt verschwenderisch, aber ich mache es einfach, weil gut, dann muss ich halt eben nochmal farmen gehen dafür. Mir jetzt drei von den Diamanten schnappen. Nee, sogar sechs von den Diamanten. Und werde so eine große Drum bauen, die wiederum, glaube ich, 16, was waren es, 16 Millionen, glaube ich, an Zeugs speichert, die wir hinten auch an der Kohle, Holzkohlefabrik haben, also die das Kreuset Öl oder Kreuset Öl speichert. Und damit müssten wir dann erstmal eine Weile auskommen, weil dann kann der erstmal eine Weile vor sich hin produzieren, bis er dann voll ist und dann müssen wir halt gucken. Vielleicht haben wir bis dahin noch ein bisschen neues Öl. Öl. Quatsch. Nicht Öl. Neue Dias, meine ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, da haben wir erstmal die Drum fertig. So, die zwei. Ach so, wir brauchen ja nochmal welches. So, wir müssen noch einen Cauldron bauen. Oder habe ich zufällig noch einen? So wie ich mich kenne, wahrscheinlich wieder mal nicht. Und so ist es auch. Ich habe alles, aber keinen Cauldron. Toll. Na egal. So, ist ja nicht schwer. Glaube ich, das waren doch Sechser, ne? War das so? Ne, das war ein Card. Okay, da fehlt ein Eisen. So, dann waren es sieben. Genau. Und ein Cauldron in die Mitte. So, haben wir nämlich die Eisendrum. Die in die Mitte. Oben und unten die Goldplatte. Und dann links und rechts Dias. Ergibt eine Reinforced Large Drum. So, und diese werden wir uns jetzt dorthin stellen. Und dann lassen wir mal unsere Fabrik ein wenig Öl produzieren. Tim. Und dann können wir nämlich bald auch mal mit diesem Öl Leuten eine Freude machen. Mö. So. Dann bauen wir mal dich ab. Du bist voll. Zack. Und da passen jetzt 4, ach nee, 4 Millionen, nicht 16 Millionen. Da war ich jetzt falsch, entschuldigt. So, machen wir es wieder auf 25. Aber irgendwie. Na nü.
Ja. Ne. Was ist es? Ja, jetzt ist schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder Scheiße. Weil er jetzt gerade mal nicht funktioniert hat, hat er jetzt das falsche Öl gepumpt. Jetzt muss ich wieder. Jetzt muss ich erstmal wieder alles wegnehmen. Muss mir einen Eimer craften. Muss den. Das Öl daraus. Verdammt. Das ist manchmal nervig, wenn man mit dem Magneten die Scheiße immer mit sich selber mitzieht. Obwohl man es nicht mal will. Ja, und dann passiert so eine Sache. So. 1, 2, 3. Einmal ein Eimer. Macht nichts. Gott sei Dank haben wir jetzt die Drum. Das heißt, wir können den Eimer auch gleich wieder auskippen. Nämlich in die Drum. Zack. So. Wie sieht's aus? Hier sind noch zwei Seeds drin. Die nimmst du bitte mal raus. Dich auch. Und du bist ja mit, genau, mit diesem komischen anderen Öl voll. Was wir, glaube ich, vielleicht, eventuell, damit reinkippen können. Genau. Ha. Okay. Das hätte ja mal klappen können. So, das heißt, den nehmen wir uns ins Inventar. Batsch, batsch. So. Ist er wieder leer. Sehr schön. So. Jetzt das ganze Spiel nochmal. Nur diesmal mit der rechten Flüssigkeit. So, und zwar zuerst darfst du. Habe ich schon mal erwähnt, wie ich manchmal hier im Viereck springen könnte, weil ich wieder mal doof war und was vergessen habe. Mann! Weg damit! Also nochmal erbauen. Oh, man sollte vorher aber auch darauf achten, dass man alles umstellt. So, aber jetzt. Meine Fresse. So. Den nicht auf Deactivation, sondern auf Puls. Dann kann nämlich da erstmal nichts passieren. So, hier wieder die Kabel drin. Zack. So, und jetzt erstmal dich auf Deactivation. Genau. So, jetzt stehst du da. Hier kommt jetzt wieder ein Redstone-Signal von da nach da. Was alle 25 Sekunden Seeds ausgibt. So. Genau. Und mich sozusagen hier. Um den Verstand bringt. Weil er natürlich, oh, sobald er leer läuft, nimmt er nämlich das falsche Öl. Husa. Verdammt. Also, Idee ist schon ganz gut, klappt nur nicht ganz in der Ausführung. Das heißt also, wir brauchen hier auch wiederum noch eine. Aber warum?
Warte mal, da gibt's doch hier auch noch eine Möglichkeit. Aber ich weiß nicht, wie hieß denn das andere Teil? Verdammt. Egal. So, den machen wir jetzt gerade mal auf Deactivated. Da kann ich dem jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 6. Ich weiß gar nicht, 6 oder 8 Stacks. Viele passen hier ran? Nein. So, deactivate. Neuner. Okay, dann müssen wir erstmal hier noch. Können wir nochmal 3 erholen. So. Die da rein, dann hat er erstmal ein Stack. So, jetzt stellen wir das Ding trotzdem nochmal auf 30 um. Bei mir 25. Doch noch ein Stückchen zu. Bäh. Was macht das? Du sollst. Er soll nicht anfangen, das zu rauszuschmeißen, bevor ich es ihm nicht sage. Verdammt. So. Jetzt noch mal zum Mitmeißeln. Ja, den kann ich schon wieder abbauen und neu platzieren, weil er schon wieder das falsche Öl hat. So. Nein. Du sollst dich richtig platzieren. Dankeschön. So. Gut. Das schon mal dazu. So. Du gehst auf Pulsmode. Danke. Genau, weil wenn du das. Ah. Jetzt, ich glaube, jetzt weiß ich wie, aber dann müssen wir. Okay. Egal, das müssen wir uns dann nochmal angucken. Ich mache das jetzt auch schon mal da dran. Wie schnell saugt der das denn da raus? Das weiß wieder keiner, ne? So richtig. So. Naja, gut. Meine Lieben. Es ist langsam wieder mal Zeit, die Folge zu beenden. Wir sind schon wieder an der Überlänge. Ey, das ist krass, wenn du am Arbeiten bist und du nicht auf die Zeit guckst. So. Ja. Ja. Wie gesagt, ihr seht, es wird irgendwie schon, nur ich habe noch den letzten kleinen Fehlschritt wahrscheinlich noch nicht 100% ausgedacht oder durchdacht. Ja, aber ansonsten wird es funktionieren. Ich würde sagen, an der Stelle, ich würde, beziehungsweise nein, Moment, falsch. Wir bedanken uns erstmal fürs Zuschauen, dabei sein und einschalten. Ja, würden uns natürlich freuen, euch in der nächsten Aufnahme wieder am Start zu haben. Und ja, Daniel, du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, ich würde damit auch eigentlich nur noch Tschüss sagen. Und ich hoffe, ihr seid bei mir oder Wiesel oder beiden am besten. Das wäre natürlich noch cooler, wenn ihr einfach bei uns beiden da wärt. Bewertungen freuen wir uns natürlich drüber. Ein bisschen Kritik darf auch gerne. Haben wir jetzt nicht so die Angst vor. Richtig. Solange es im Rahmen bleibt. Genau. Und damit sage ich nur noch Tschüss. Tschüss und bis demnächst. Ciao, ciao.